Für alle Läufer ist es sehr wichtig, gerade bei den längeren Läufen, dass die Hüfte während der ganzen Zeit stabil bleibt. Deshalb ist eine gute, kräftige, hüftumgebende Muskulatur sehr wichtig. Das betrifft insbesondere den Gesäßmuskel für die Streckung und die Abduktion. Und für die Abduktion wollen wir euch jetzt eine Übung zeigen, in Kombination mit Rumpfstabilisation. Keine leichte Übung, aber sehr, sehr effektiv. Anne, bitte einmal in den sogenannten Seitstütz. Seitstützt heißt, wir haben eine Linie, Schultergelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk. Und es ist wichtig, während der Übung diese gerade Linie auch beizubehalten. Und aus dieser Ausgangsposition heraus nehmen wir jetzt das obere Bein und machen leichte, ruhig zügige Bewegungen mit gar nicht so großem Bewegungsausmaß und kräftigen damit sehr, sehr effektiv die Hüftabduktion. Und da reichen auch 10 Wiederholungen zunächst mal und dann haben wir schon wieder die erste Pause.